Hi, willkommen zum Baumentor-Kanal. Ja, wir sind euch ja noch was schuldig, und zwar den Beweis, dass die beste Akkusäge der Welt, die momentan auf den Markt kommt, also wenn ihr das Video seht, dann ist er auf dem Markt, die werden wir jetzt nochmal richtig hardcore testen. Guckt euch das an, die hat jetzt ein 30er Schwert und das ist ein Baum, der geht jetzt ungefähr, ich sag jetzt mal noch 14 Meter wird der jetzt so hoch sein. Wir haben den schon komplett entastet. Normalerweise nimmt man sowas dafür. Das ist hier die unsere 462C. 40er Schwert wäre genau das Richtige. Aber wie gesagt, wir wollen euch mal zeigen, dass man auch damit das machen kann. Im normalen Leben macht das keiner. Das ist ja, aber es geht ja nur darum, die Leistung zu demonstrieren. Und wo kann man es besser demonstrieren als beim Abtragen von diesen Bäumen? Wenn ihr das Video nicht seht, dann hat es nicht geklappt. Und so, dann gehen wir mal hoch und zeige euch mal, wie das geht. Ja, alles noch in dem Rahmen, wo man sagt, kein Problem. Wir beginnen. Ja, wir haben hier noch 5 cm übrig. Das heißt, es ist eine 30er Schiene, also haben wir jetzt hier 25 Durchmesser. Jetzt geht's runter. So, nächster Schnitt. Das kein Problem. Wir haben noch 1 cm übrig. So, nächster Schnitt. Wir haben nichts mehr übrig, 30 cm Durchmesser erreicht. Ab jetzt müssen wir natürlich immer ringsrum gehen, um hier auch den Schnitt komplett durchzukriegen. Vielleicht achtet ihr mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit. Ich manipuliere jetzt hier das Video nicht in der Geschwindigkeit, wenn ich schneide. Das geht relativ fix. Okay, nächster Schnitt. Wie gesagt, 30 cm Durchmesser bei einem 30er Schwert. Ich fange jetzt extra von der anderen Seite so ein bisschen an. Wechsel jetzt. Jetzt hänge ich ein bisschen. Nur auf das Rohr passen. Mit der Säge gibt es kein Problem, nur mit meinem Klettergurt, in dem halt der Twinline, die ich hier hatte, da hat die sich jetzt ein bisschen verhangen, weil das zu dicht da dran war. Deswegen müssen wir weiter runtersetzen. Weil die Säge macht noch keine Probleme. Eher so das Drumherum, dass ich da nicht sägen kann, weil es halt zu eng wird. Und wenn der Hebel von der Kettensicherung im beim Sägen sich dann verfängt, dann sieht sich das extrem beschissen. Also, nächster Schnitt.
35er Durchmesser ist das jetzt schon. Nächster. So, wir sind am Start. Ja, jetzt wird's. Kann auch sein, dass jetzt zu stumpf wird. Ja, das soll ja bis zur Kotzgrenze gehen. Das war das erste Mal, wo wir... So, bis hierhin. Wir haben jetzt 40 cm Durchmesser. Da tut es sich schwer. Wahrscheinlich ist es auch, weil sie... Wir haben die Kette ja noch nicht einmal geschärft. Jetzt ist vorbei. Jetzt mussten wir sie mal schärfen. Aber da der Baum jetzt fast unten ist, werden wir uns jetzt natürlich klemmen. Ja, komm runter. Muss man ihn so sägen. Okay. Bist du da? Ah. Ah. So, kurzes Fazit. Wir haben den Baum bis auf 4 Meter Höhe haben wir ihn jetzt runtergeholt. Und ich denke mal, wenn man mal diese Stämme hier anguckt, können wir mal kurz hier nochmal hingehen. Das ist schon extrem. Die ganze Montur noch dran, extrem beeindruckend, wenn man das mal so sieht. Das hat der wirklich, habt ihr die Geschwindigkeiten gesehen? Ja, war kein Problem für ihn. Gehen wir mal hier hin. Das hat die ganze Zeit durchgesägt hier. Also ganz ehrlich, ich Husqvarna-Stil würde ich das nicht machen, weil bei jedem Versuch, wenn man mal gesagt hat, okay, man sägt mal sowas, also mehr als, keine Ahnung, hier 20 cm habe ich damit nie gemacht. Weil danach hatte ich zu viel Stocken. Der ist jetzt das erste Mal stehen geblieben. Da oben bei, keine Ahnung, 42 cm Durchmesser. Und es ist wahrscheinlich gar nicht die Säge, die schuld ist, sondern wir haben jetzt so lange benutzt und mussten nicht einmal nachfeilen. Und jetzt, wo wir die Kiefer jetzt durchgemacht haben, da wurde er natürlich dann richtig rangenommen. Und klar, jetzt müssen wir feilen, dann geht es wieder weiter. Und ich bin mir sicher, wenn die jetzt neu scharf ist, hätten wir bis unten sägen können. Macht man natürlich nicht, weil wir haben ja mal Sägen, die schneller gehen. Aber zur Demonstration, was die kann, ist das schon echt beeindruckend. Ne? Also jeder, der was anderes sagt, einfach ausprobieren. Dann habt ihr ein Bild davon. Und ja, das ist unser Fazit. Geile Säge, kann man was mit anfangen.